Ihr Markenzeichen ist das pure Böse, wenn auch etwas animiert. I'll make it quick, old soldier. Willkommen zu WatchMojo Deutschland. Heute präsentieren wir unsere Top 10 der schrecklichsten Comic-Schurken. Hothead gets your life force, but I get the rest of you. Hold it! Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste schauen wir uns animierte Schurken an, die nicht nur böse, sondern auch verdammt gruselig sind. Nummer 10, Ratzfatz, Captain Planet. Go ahead, add that special rainmaking chemical. Diese Mutantenratte sieht nicht nur schrecklich aus, sondern hat es in seinen Glanzzeiten sogar geschafft, die Erde ernsthaft zu schädigen. Neben alltäglichen Übeltaten, wie vergiftetem Wasser, das Menschen in riesige Ratten verwandelt, hetzt der Ratzfatz eine ganze Stadt gegen einen AIDS-Kranken auf. I'm talking about spreading hate and ignorance. And I'm just the rat for the job. Er ist auch an der Drogensucht eines Planetenteam-Mitglieds schuld. Und ihrem Cousin, der an einer Überdosis stirbt. Ganz schön brutal für einen Samstagvormittag-Comic-Schurken. Besonders für einen, der von Sascha Dräger gesprochen wird. What a pity you won't be around to see it, Planeteers. Nummer 9. Violator. Todd McFarlane Spawn. You're kinda cute when you get all indignant like that. Zwei Höllenhunde zum halben Preis. Der Erzfeind unseres dämonischen Antihelden Spawn sieht nicht nur wie ein Horrorclown aus, sondern verbirgt unter seiner Oberfläche die Gestalt eines monströsen Höllenbewohners. A true native of hell. Als Teufel auf Spawns Schulter versucht er ihn zu überreden, Hells Armee anzuführen und will ihn damit auf die dunkle Seite ziehen. Als das nicht geht, räumt er ihn auf traditionelle Weise aus dem Weg. Nicht ohne eine Menge Chaos auf der Erde anzurichten. Schwer zu sagen, wer von beiden das kleinere Übel ist. I just love to see the children's faces when you're with them. You like kids, don't you, Billy? Nummer 8. Freaky Fred. Courage, der feige Hund. What brings you to our cozy corner of the world? Holiday. Für die Einführung des Soziopathen Freds gaben sich die Autoren alle Mühe. Und sollte euch dieses Lächeln irritieren, dann habt ihr ihn noch nicht bei der Haarrasur gesehen oder in diesem Fall bei der Fellrasur. Er redet eine ganze Folge lang über seine verstörende Liebe zu seiner Arbeit als Friseur und wir werden Zeuge, wie Courage ins Badezimmer gesperrt und gequält wird. Erschreckend und ekelerregend. Fred übertrifft viele Serienbestien, wenn er sich in Psychopathenmanier erschreckend nahe in die vermeintliche Sicherheit des Zuhauses einschleicht. Reden wir über eine gründliche Rasur. Courage. Your hair. Nummer 7. Der Lich. Adventure Time, Abenteuerzeit mit Finn und Jake. Bevor er in ein nicht ungefährliches Baby verwandelt wird, ist der Lich einer der gefährlichsten Feinde, denen sich unser Lieblingsmensch und unser Lieblingshund stellen müssen. Einst vom großen Held Billy gefangen, befreit sich der Lich und stürzt das Land U ins Verderben. You are a joke to me. Er entfesselt eine Armee des Bösen, tötet Prismo und übernimmt die Kontrolle über Prinzessin Bubblegums Körper. Selbst die abgehärtesten Abenteurer werden sehr dumm, sich gegen so eine Kreatur zu stellen. Stop! Aren't you cold, Finn? Nummer 6. König Ramses. Courage, der feige Hund. Return this land. Oh, Courage, du hast es wirklich nicht einfach. Fred ist schon gruselig genug, aber in Sachen Monster ist der Geist des verstorbenen Monarchen nicht zu übertreffen, der es, abgesehen von ziemlich schäbigen CGIs, immer noch schafft, uns zu Tode zu ängstigen. This night you will be visited by three plagues, each worse than the last. Als Justus sich weigert, eine verfluchte ägyptische Platte zurückzugeben, entfesselt Ramses drei tödliche Flüche. Und in nur einer Nacht werden sie beinahe taub, ertrinken und werden fast verschlungen. Das Böse auf hohem Niveau. Und dabei reicht seine Erscheinung allein schon völlig aus. Return this land. Watch your offer. Nummer 5. Hexadecimal. Reboot. So many moons. So little time. Trotz Oldschool-CGI ist immer noch schrecklich. Diese Antagonistin kann ihrem Bruder an intellektueller Bosheit nicht ans Wasser reichen, dafür aber in Sachen Wahnsinn. Als Königin des Chaos ist Hexadecimal dafür verantwortlich, unberechenbare Zerstörungen zu verursachen.
Ihre Stimmungen und Absichten spiegeln sich in ihren schrecklichen Masken wider. Without the mask, Hexadecimal will overload and be destroyed. Selbst die Masken, die nicht gruselig sind, verursachen Gänsehaut wegen ihrer verzerrten Stimme, die einen an den Rand des Wahnsinns bringt. Definitiv kein Virus, den man auf seinem Rechner haben will. Now you wouldn't be attempting to erase me, would you? Nummer 4. Scarecrow, Batman. So now they will learn the true nature of horror. Der Joker mag Momente purer Grausamkeit haben, aber in Sachen Angst hat nur einer die Kunst perfektioniert. Als Meister der Chemie gelingt es Dr. Crane, ein gasförmiges Gift zu entwickeln, das Halluzinationen verursacht, die aus den tiefsten Ängsten der Opfer beruhen. Dagegen ist nicht einmal der dunkle Ritter immun. It's over, Scarecrow. Only for you and the Doctor, Batman. Seine bevorzugte Waffe ist beängstigender als sein ursprüngliches Aussehen, zumindest bis zur Rundumerneuerung in Batman und Robin, die ihn vom durchschnittlichen Schurken in etwas verwandelt, das gerade einem Albtraum entstiegen ist. Fear is power. Nummer 3. Ko, der Gesichtsräuber. Avatar, der Herr der Elemente. How could I forget you? One of your previous incarnations tried to slay me. Sein kurzer Auftritt rief das unübertroffene Gefühl von Horror in uns wach. Um etwas über die Ozean- und Mondgeister zu erfahren, kommt Aang mit dem berüchtigten Ko ins Gespräch. Einer Kreatur mit gruseligen, insektenartigen Panzer, der die fiese Angewohnheit hat, seine Opfer zu töten und sich deren Gesicht zu stehlen, sollten sie in seiner Gegenwart blinzeln. Someone is going to kill them. Wenn man bedenkt, wie sehr er es liebt, verschiedene Gesichter zu benutzen, um in persönliche Bereiche einzudringen, versteht man kaum, wie Aang so ruhig bleiben konnte. Come to me with a new face. Nummer 2. Mumion, Thundercats. And wherever he finds fear, he grows in power. Dieser untote Zauberer, die ewig lebende Quelle des Bösen, der dritten Erde, existiert nur, um die heroischen Katzen zu schlagen, die seine Herrschaft bedrohen. Und um alle 80er-Jahre-Kids zu lähmen. Indem er die Macht seiner Meister anruft, kann Mumion seinen Körper auch in eine muskulöse, aber nicht weniger furchtsame Gestalt verwandeln. Ancient spirits are evil, transform is the cave of Mumra. Ob als klappriger Aufseher oder als bösartiger Moloch. Er bleibt ein mächtiger Feind, der sein Talent zur Täuschung und dunkler Magie dafür benutzt, den Thundercats ständig neue Hindernisse in den Weg zu stellen. Come forth from your cocoons! Und bevor wir unser Top-Pick enthüllen, hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. I'll call our warriors from around the universe. And bring them here to Snake Mountain. Name's Bill, but you can call me your new lord and master for all of eternity. Nummer 1. Er. Powerpuff Girls. Ooh, how I hate the Powerpuff Girls. Es gibt viele Comic-Schurken, die man als Dämonen bezeichnen kann, aber nur selten verkörpert einer die Eigenschaften des Teufels. Er besitzt extravagante Züge und hört nie auf damit, den Zuschauer daran zu erinnern, dass er die Inkarnation des Bösen ist, indem er seine scheinbar grenzenlose Macht demonstriert, manchmal auch nur, indem er seine Stimme verzerrt. As you race through time, the whole world went to Wenn du eine ganze Liste von Grausamkeiten auf dem Kerbholz hast, wie eine Stadt mit Hass vergiften oder für eine apokalyptische Zukunft verantwortlich zu sein, dann hat man es mit einer ganz anderen Art von Schurken zu tun. Einer verdammt beängstigenden. Fail in any respect and the professor will pay. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10, abonniere einfach WatchMojo Deutschland.